Seien Sie herzlich gegrüßt. Seit Beginn des Advents stehen die Aktivitäten unserer Diözese unter dem Leitwort Werde Licht. Es geht uns darum, den Blick auf die anderen, auf unsere Nächsten zu richten und das Miteinander zu leben. Freilich ist das nicht immer leicht, besonders wenn ich in meinem Leben vielleicht gerade kein Licht sehe. Viele Menschen leiden ganz besonders wegen der Corona-Krise, sei es, weil sie einen wichtigen Menschen verloren haben, sei es, weil sie derzeit keinen Besuch empfangen können, sei es, weil sie in wirtschaftliche Not geraten sind. Vieles ließe sich da noch nennen. Und man kann fragen, bleibt da noch Hoffnung? Für uns Christen ist Weihnachten ein Hoffnungsfest. Gott wird Mensch und durchlebt als solcher die ganze Palette an menschlichen Erfahrungen. Liebe, Freude, Zuversicht, aber auch Missgunst, Verrat und Hoffnungslosigkeit. Unser Gott ist ein mitgehender Gott, der das menschliche Leben in all seinen Höhen und Tiefen kennt. Den immer wieder durchklingenden Nöten in seiner Umgebung zum Trotz liegen in all seinem Tun drei Dinge zugrunde: Glaube, Liebe und Hoffnung. Diese drei wurde er nicht müde zu betonen. Diese Hoffnung gibt es heute und darüber hinaus. Und wir können sie täglich sehen. In einem unerwarteten Lächeln. Im Gesang eines Vogels. In der Musik, die bei uns schöne Gedanken auslöst. Hoffnung schöpfen wir aber auch aus der Gewissheit heraus, dass es Menschen gibt, die an uns denken. Ein Anruf. Eine kurze Nachricht signalisieren, ich bin für dich da. Anstatt auf einen Anruf zu warten, lohnt es sich, auch selbst den ersten Schritt zu tun, zum Telefon zu greifen oder vielleicht sogar einen Brief zu schreiben. Auf diese Weise Licht für andere zu werden, kann im Kleinen andeuten, was wir im großen Weihnachtsfest feiern. Nämlich, dass es stets Hoffnung gibt. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Advent.